So, hallo. So, geht's los oder geht's los? Ich glaube, es geht los. Dann geht's los, so. Jetzt sind wir wieder hier. Ich bin wieder Qui-Gon, aber der ist doch tot. Ja, wir können nochmal bowlen. Ja, aber ich glaube, dann gibt's keine Münzen mehr. Sicher? Ich sagte, ich glaube. Aber ich glaube, alle Münzen sind einmalig, also in den Levels, dass die nicht doppelt und dreifach gefarmt werden. So. Aber es macht ja trotzdem immer mal wieder Spaß, die ganzen Sachen immer und immer wieder zu machen. And again, and again. Siehst du, da waren noch zwei Münzen, die wir nicht gesammelt haben. Drei. Aber jetzt haben wir alle, die es da gab. Achso, nein. Nochmal customizen? Nee, jetzt nicht. Das machen wir später nochmal mit einer customizen Version nochmal durch die Levels rennen oder so. Ja, die extra gucken wir uns später mal an, würde ich sagen. So, nee, jetzt Episode 2 waren wir jetzt stehen geblieben. Genau. Und zwar genau genommen Part 1. Was will Anakin jetzt hier? Der dann doch, jetzt hat er da was zu suchen, genau. Nein, aber doch, in Episode 2 kommt ja wohl Anakin vor. Zwar nicht der junge Anakin, aber ja, Anakin. Ja, eben. Also ja, du bist ein Korinthenkerker. Haben wir die Zuschauer eigentlich schon begrüßt? Nein, egal. Haben wir doch bei den anderen Parts auch nicht. Doch, wir haben beim Anfang. Ja, beim Anfang. Das ist jetzt eine extra Aufnahmesession. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Aufnahmesession. Ja, geht doch. So, Story. So, lies vor. Mach. Ruckel, ruckel, ruckel. Masterleg. Ja. Episode 2, Angriff der Klonkrieger, Kapitel 1, Kopfgeldjägerjagd. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Graf Dooku führt die Separatistenbewegung an, die die Zukunft der Republik bedroht. Auf dem glitzernden Stadtplaneten Coruscant beschützen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker Senatorin Padmé Amidala, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Wow. Punkt, 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 Punkt. Ja. Dann wollen wir sie nochmal beschützen. Nice Optik. So aufgedreht du bist, mein junger Schüler. Ja. Sieht halt schon cool aus. Kann man nicht anders sagen. Ist jetzt selten, das ist so. Ja, krass leckt, ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber. Zwei Ruckler. Wow, da, ich bin der ich? Grüne. Ah, okay. Wo muss man hin? Wow. Ja, das Ding kann auch schießen. Hier gibt es auch Sachen zum Abschießen. Ja. Münzen zum Einsammeln. Aber ob wir hier alles bekommen, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Naja, dass wir nochmal wahre Jedi bekommen, bezweifle ich sowieso. Ja, klar. So, da vorne ist Karl-Heinz. Oder Elfriede oder wer auch immer. So, ich muss rechts. Jetzt bin ich kaputt. Ja, gut. Hier rechts längs. Ja. Gut, das war schon der dritte. Es ist echt schwer, sich hier zu sehen. Du bist der Grüne, Ja, eben. Aber ich sehe weder den Grünen noch den Blauen irgendwie. Die Steuerung von den Dingern finde ich etwas misslungen. Um mal eine kleine Revue dazu abzugeben. Also man kann es spielen, aber... So, jetzt müssen wir weiter. Die Ampel, kann man die abschließen? Ah, das ist das fünfte Teil. Ja, komm, komm. Ja, abgeschossen. So. Durch den Tunnel. Ja. Ach ja, das war so geil im Film, wo die da durchfliegen. Mach das nicht nochmal, Anakin. Entschuldige, Meister. Ja, wer spielt jetzt eigentlich wen? Das ist die gute Frage. Warte mal hier so und so weiter.
So, was ist das da? Ist irgendwas zu bedeuten? Ja, scheinbar schon. Ich weiß nicht, was du da willst, aber... Ja, Dinge, immer Dinge. Ja. Okay. Das ist hier wie bei Lego Batman. Ich nehme die Dinger quasi mit. Cool. Yeah, mit Zielsuche hier. Geil. Okay, dann weiter. Ich habe noch einen mitgenommen. Cool. So. Oh, da haben wir schon wieder einen Trailer von dem Set. Der Herr, wo bin ich? Also auch sehr klein. Komm mal zurück. Bin ja schon da. So. Aber die entkommt uns doch. Entkommt uns erst, wenn die Skriptsequenz sagt, sie soll entkommen. Ach so. Tunnel E. Er steuert sich ähnlich wie der Podracer. 3 von 5. Ich finde, der steuert sich ein bisschen leichter. Das wieder. Ja, aber von dem Grundprinzip natürlich. Ja, der Podracer. Scheiße, wir haben einen übersehen. Ja. Müssen wir wohl sterben. Das haben wir doch schon mal gesehen. Okay, gib mal 12 von den Teilen. Oh, super. Und dann schießen wir mal ab. Zack. Die Hammer. Gar nicht mal so leicht. Ja, das kannst du sagen. Hä? Moment. Okay. Jetzt wieder die Lichter da durchfliegen, nehme ich an. Nummer Uno. Hä? Oh, leck mich doch am Arsch. Das musst du mit Anlauf. Oh, ich bin kaputt. Ja, mit Anlauf, gegen die Wand. Hast du gut gemacht. Das musst du mit Gefühl machen, musst du das. So, was ist der letzte? Oder, hä? Ah, da ist der auch kaputt. So. Ah. Okay. Geschafft. So, sammel. Yeah. 1, 2, 3. Yeah, Double Kill. Wand. Ah, jetzt habe ich keine Dinger mehr. So. 1. Okay, ich glaube, da hinten sind noch welche. Ja. So. Z1. Mach ich mal hier auf dieser Seite. Jo. Ja, ich brauche noch einen. Hä? Sammel da einen auf. Gut. Hm? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Mit zwei Berge. So, weiter geht's. Ach du Scheiße. Wow. Jetzt wird gebettelt. Hast du mal eine Mark? Das ging fix. Das ging sehr fix. Ja. Es ist hippe. Wer war dieser mysteriöse Kerl? Werden wir es erfahren? Ja, in den Computer. Oh. Ah! 88. Nun ja.
Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Kapitel 2. Entdeckung auf Kamino. Ah. Da die Separatistenaktivitäten weiterhin die Galaxis destabilisieren, untersucht Obi-Wan Kenobi den Mortis von Senatorin Padmé Amidala. Zusammen mit seinem Astromech-Droiden R4P17 verfolgt der Jedi-Ritter die Spur eines vergifteten Pfeils bis zum entlegenen Planeten Kamino zurück. R4P17, ja klar, das R2D2 der Estaru, das R2D2 der große Held wurde, weil R4P17, wer kann sich das denn merken? Da ist gerade draußen Krieg. Und oder Fußball, guck da drauf raus. Ich meine, könnte nichts Vernünftiges machen wie rumsitzen und Lego spielen. Das fand ich im Film auch schon witzig. Schau mal, draußen so ein beschissenes Wetter. Ja. Drinnen alles weiß, da kriegst du Sonnenhals. Ja, ich bin der Droide, Ich dachte, ich bin der Droide. Nein, ich bin der Droide, ich bin viel cooler. Dafür kannst du machen. Yeah, Brücke. Voll das Rätsel gelöst, ey. Fehlzen. Hey. Das ist noch mehr. Ich glaube, für die Dinger kann man auch noch Sachen kaufen. Müssen wir vielleicht nach der Episode mal gucken. Wie für die Dinger? Für die Tokens da. Oder Bogen oder wie auch immer die heißen. Könntest du da hoch? Das. Das ja, ist ja gut. Ja, ich bin da hoch, was bei mir nicht viel. Da ist oben noch was. Aber da komme ich nicht hoch. Ah, da brauchen wir dann wieder einen Hochjumpenden. Mir kommt ein Nieser, nein, doch nicht. Nee, doch nicht, nein. Ich war mir nicht einig. Aber erstmal alles aufsammeln hier. Genau, Loot. Und auch da hinten kann man rüber. Ja. Aber wahrscheinlich nur als Droide. So schweben und so. So, genau, dann mach du das mal da hinten. Ja, genau. Dann will ich auch mal was zu tun haben. Nee, wir kommen noch nicht mit dir mit. So, und drüber. Fail. Schweb weiter! Ach, Mann. Das ist natürlich bitter. Mit der Tastatur so gerade, oder die so schief, das ist echt... Leck's mir am Arsch! Sekunde, mach mal Platz da. Komm. Du schwebst immer zu weit rüber. Ach, you ja. Don't say. Ja, warum machst du das dann? Ah, mit Hängwürgen schieben drücken. Wow, das ist aber sehr knapp berechnet. Ja, mit dem Keyboard. Das ist nicht so leicht. Es geht zwar, aber es ist nicht leicht. Aber dafür habe ich gleich einen riesen Vorteil. Glaub mir. Daran erinnere ich mich jetzt nicht noch. Ach, kennst du das? Ne, habe ich nie gesehen. Hm, ja, da hinten gibt's Apfelkuchen. Yay, Apfelkuchen. Apropos, du könntest demnächst mal wieder Kuchen backen. Das ist jetzt völlig außerhalb des Zusammenhangs, aber... So. Ich kann hier nichts machen. Jetzt wurde ich echt weggemachtet. Ah, sorry. Das macht nichts. Ich bin jetzt ganz apathisch hier. Ach, jetzt. So, dann mach mal. Ja. Aha. Machst du gut. Ja? Aha. Schon wieder einen verloren. Vergessen. Nein! Sieht spitze aus, was du da machst. Ja, wenn du dich mit dazustellen würdest.
Lass den Druiden das mal machen. Komm mal runter da. Und pass mal auf. Verdammt. Im Singleplayer ging es leichter. Da könnte ich jetzt super mit dem Druiden. Ja. Wieso? Komm mal daher. Kann ich ja nicht, weil du mich gemachtet hast. Wenn du dich neben das Machtteil hinstellst. So, jetzt geh mal aus dem Weg. Nein. Nicht da. Bleib doch mit der... Siehst du, und schon wieder bist du direkt im Feld. Stell dich mal da hin. So. Na, zielen du musst. Klonkrieger, wie wir sehen. Schick, schick. Was ist hier nur los? Ich meine, alle so im Reih und Glied, das ist ja... Ne. Oh. Ja, ich sag doch einfach, dass du mich nicht magst. Hat doch damit nichts zu tun. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist ein Kinderspiel. Warum haben die so viele Mobbing-Möglichkeiten eingebaut? Ich bitte dich, komm her. Bitte. Nee. Du bist so ein Arsch. Nur Kopfgeldjäger haben wir ja, Petrus. Du bist kein Kopfgeldjäger. Ich bin kaputt. Okay, ich glaube, ich lasse es. Das ist voll Mobbing, ey. Und ihr guckt auch noch zu und lacht. Ja. Braucht jetzt gar nicht so bedrückt nach unten gucken. Lage ist ernst und noch nicht hoffnungslos. So. So, wo geht's hier längs? Achso, er ist falsch. Ach, er will hier wieder alles sammeln. Ich hätte gerne noch. Neger und Sammler. Jäger und Sammler. Ja, da ist nichts drin. Merkst was. Jetzt ist da was drin. So, wenn es so weitergeht, können wir hier vielleicht den wahren Jedi zusammenbekommen. Ja, weil ich halt nicht so durchrushe wie du. Erlebe und entdecke, mein kleiner Padawan. Ich bin ein Druide. Erlebe und entdecke, mein kleiner Mülleimer. Schweb dich an. Ein bisschen Licht. Macht nix. Ist er jetzt gut? Nein, du kannst ihn nicht mehrfach ansteuern. Aber ich versuche, dass alle senkrecht sind, dann kommt nämlich so ein Teil. Ah, okay. Da komme ich aber nicht ran. Spring halt. Spring, schwing. Da, mach auf. Aha, mach du doch, wenn du so stark bist, hä? Dann hast du wenigstens mal was zu tun. Tja. Ach, verschwind. Verschwind doch du.